MMOGA, dein Gaming-Spezialist. Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich heute mal den Hackemon Pokémon GoBot vorstellen. Und wenn ihr ihn auch haben wollt, geht ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung, klickt hier auf Clone or Download, Download Zip, dann fängt er schon an runterzuladen. Ich habe das Ganze natürlich schon wieder gemacht. Dann kriegt ihr hier die Hackemon-Master.zip-Datei. Also am besten WinRAR auf dem Rechner haben, Rechtsklick, hier entpacken drücken. Dann bekommt ihr diesen Ordner, da klickt ihr drauf. Dann gehen wir auf die run.bat-Datei, ausführen. So, dann erhaltet ihr dieses Fenster. Dann könnt ihr hier aussuchen, welchen Login-Typ ihr haben wollt, ob Google oder PTC. Ich habe mir dafür extra mal einen neuen PTC-Account erstellt, um den Bot hier zu testen. Dann gehen wir mal in die Einstellungen. Unter General könnt ihr hier eure Koordinaten einstellen. Bevor ihr das macht, drückt ihr am besten Delete Last Saved Location. Damit umgeht ihr die Gefahr, dass ihr den Softbun bekommt. Ja, dann könnt ihr hier noch euer Design einstellen. Das ist ein nettes Feature, würde ich mal sagen. Wenn euch das hier nicht ganz gefällt. Den Exploration Radius habe ich auf 500 Metern gestellt. Sonst habe ich hier alles so gelassen, wie es eingestellt war. Und bei Humanizer ist es ganz wichtig, die Einstellung auf Fast Human zu stellen. Dann könnt ihr hier so ungefähr die 35 Stundenkilometer lassen. Somit bewegt ihr euch als schneller Mensch. So umgeht ihr das auch, dass Niantic gesagt, okay, ihr seid am Botten oder sonstiges. Und so umgeht ihr dann den Account-Bann, sage ich jetzt mal. Hier würde ich dann bei Google Map Road Finding würde ich auf Road Cycle stellen. Das ist auch die beste Einstellung, um den Bann zu umgehen. Hier könnt ihr dann etwas variieren. Auf 1 oder 2 habe ich das immer. So, dann könnt ihr hier auf Generate, da generiert ihr euch ich sag mal ein paar Handys, beziehungsweise da ist nur iPhone drin. Generiert euch hier den Firmware-Typ, welche Firmware genau und welches Modell, welche Marke, also welches iPhone und all möglichen Scheiß. Könnt ihr ein paar Mal auf Generate drücken und dann geht's schon weiter. Unter den Einstellungen Pokémon könnt ihr wie im alten Bot einstellen, ob er, ja, natürlich automatisch fangen, ist klar, soll er natürlich tun, also Häkchen drin lassen. Hier könnt ihr aussuchen, bei wie viel CP bzw. WP welchen Ball benutzen soll, sprich bei mindestens 1000 CP benutzt er den Ultraball, bei mindestens 750 CP benutzt er den Great Ball. Egal, ich komme gerade nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann könnt ihr hier auch wieder einstellen, ob er doppelte wieder verschicken soll, mit maximal wie viel CP das Pokémon haben soll, was er verschicken soll, welche maximale IV-Prozentwert er haben soll und wie viele ihr davon doppelt haben wollt. Hier den Haken könnt ihr euch auch selbst entscheiden, ob er automatisch entwickeln soll, wenn er kann oder nicht. Ja, somit wären wir bei den Pokémon-Einstellungen schon wieder fast durch. Unter den Einstellungen Items könnt ihr aussuchen, ob er Items recyceln soll. Wenn ja, welche soll er recyceln? Er soll bei mir bitte gar nichts recyceln, weil wir einen neuen Account haben. Hier könnt ihr aussuchen, ob er ein Lucky Egg benutzen soll. Keine Ahnung. Da bin ich selber überfragt, was diese Einstellung bedeuten soll. Ich lasse den Haken einfach mal drin. Hier könnt ihr dann noch aussuchen, ob er Eier ausbrüten soll oder nicht. Habt ihr alles so eingestellt, wie ihr wollt, geht ihr einfach auf der linken Seite hier auf Bot und drückt auf Start. Dann loggt ihr euch hier ein und da seht ihr schon, die blauen Pokestops sind unabgefarmte und die gelben sind die, die ihr schon abgefarmt habt. Ihr könnt hier die Karte umstellen auf Satellit oder auf ganz normale Karte. Auf den Stats könnt ihr sehen, wie lange er schon am Farmen ist, wie viel XP er die Stunde macht und was er hier gerade alles so macht. Hier seht ihr auch ein bisschen, bewegt sich der Ash, sag ich mal. Also wie ihr so gesehen, der läuft hier diese Route ab in dem gelben Kästchen. Die könnt ihr dann natürlich auch noch erweitern, wenn ihr möchtet.
unter Settings hier Explorer Radius könnt ihr auch höher stellen, dann läuft er natürlich auch eine größere Route ab, aber wie ihr seht, er läuft hier ganz gechillt rum, so als wären wir wirklich da und würden da selber gerade rumlaufen. Ja, ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen und eine Freude bereiten, weil einige haben sich ja da gewünscht, dass ich trotzdem noch Pokémon Go Videos bringe, wenn ich was Neues weiß. Einen kleinen Tipp, ihr könnt auf den zweiten Link in der Videobeschreibung gehen, dann kommt ihr auf diese Seite, wenn ihr einen Account-Bann oder sonstigen Bann habt, dann könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse von dem Account einstellen und euren Grund, wieso, weshalb, warum ihr entbannt werden möchtet. Ihr euren Nicknamen reinschreiben und mit I'm not a robot bestätigen, Sambit drücken und hoffen und beten, dass euer Account entbannt wird. Bei den Gründen schreibt ihr einfach rein, dass ihr nie diverse Sachen wie GPS-Fakes, Bots oder sonstiges benutzt habt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Bot. Ihr könnt ihn gerne mal testen und mir euer Feedback und wie ihr mit dem Bot zurechtkommt, gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ich bin raus, haut rein, ciao.